Hallo at all und ich begrüße euch zu einem weiteren Gameplay mit Shapiro. Ja, ihr werdet euch gefragt haben, warum jetzt in etwas längerer Zeit nichts gekommen ist. Da will ich euch mal gerade ein bisschen instruieren, dass ihr auch wisst, was State of the Art ist. Okay, zum einen habe ich versucht, mich jetzt in ein neues Videotool einzuarbeiten. Ich habe ja bisher immer meine Videos mit dem Movie Maker gemacht und habe jetzt mal angefangen, ein bisschen mit Sony Vegas zu machen. Dabei ist jetzt auch dieses komplett neue Intro entstanden, was ich mir im Schweiße meiner Füße zusammengeschnitten habe. Ihr könnt ja gerne mal über die Kommentare unter dem Video einfach mal reinschreiben, wie ihr das Neue findet oder ob das Alte schöner war oder wie oder was oder auch warum. Ja, dann zum anderen habe ich auch in der Zwischenzeit ein bisschen rumexperimentiert. Und zwar habe ich versucht, meine Flugkünste ein bisschen im Helikopter zu verbessern. Ich bin jetzt zwar nicht das totale Flying Ace, aber mittlerweile bleibe ich doch schon länger als nur eine Minute in der Luft. Ja, hier kann man am Anfang ein bisschen was sehen, was ich da mache. Also es ist jetzt kein reines Video, wo ich halt nur am Rumfliegen bin, sondern das ist halt nur so ein kleines bisschen mal am Anfang durch die Gegend gejuppelt. Weil ich mir halt gedacht habe, ich habe den am Anfang gekriegt und dann kann ich das auch mal machen. Zudem bin ich jetzt aber auch immer noch so drauf, wenn ich am Anfang einer Runde einen Heli kriege, dann fliege ich den halt so lange, bis ich halt vom Himmel gepustet werde. Wenn es mal eine ganze Runde hält, fliege ich halt eine ganze Runde. Wenn es nicht klappt, dann spiele ich halt nach dem Abschuss als Amphitarist weiter, was man hier dann auch gleich sehen kann. Ja, dann, was kann ich noch dazu sagen? Ja, hier bin ich jetzt erstmal ein bisschen ganz böse angeballert worden. Da habe ich gedacht, na, da müssen wir erstmal ganz schnell jetzt mal wieder zur Reparatur. Und weil ich hier ein bisschen schwitzige Pfoten hatte, eier ich jetzt gerade so ein bisschen durch die Gegend, weil ich mir die immer so ein bisschen aneinander gerieben habe. Und das ist jetzt also keine Absicht und normalerweise schwimme ich ein bisschen besser in der Luft und eier nicht so rum, als wenn ich irgendwie ein betrunkener Hamster wäre, der irgendwie auf Tourette versucht, im Helikopter rumzueiern. Nein, nein, so ist das nicht. Naja, hier habe ich mich dann entschlossen, mal gerade zu landen und dann mal wirklich die Hände an einem Lappen abzutrocknen, weil mit schwitzigen Fingern kann man halt gar nicht fliegen. So, da hat sich dann auch einer von meinen Mates gedacht, da steige ich nochmal ins Gunner mit ein und dann geht es jetzt wieder frisch aufgeladen, mal rein ins Gefecht. Da habe ich nochmal versucht, ein bisschen links und rechts zu gucken, wo der feindliche Helikopter ist, den habe ich so nicht gesehen. Da habe ich auch schon links gesehen, dass ein APC auf mich schießt. Ah, den habe ich so jetzt aber nicht gekriegt. Auf dem Dach habe ich zwei Ziele gesehen. Da wollen wir gerade zwei Hellfires den überlassen. Das hat auch geklappt. Jetzt habe ich gedacht, ich könnte eigentlich mal gerade eindrehen, um den ABC zu kriegen. Hier habe ich noch geguckt, aber da habe ich den Heli nicht gesehen. Da habe ich jetzt mir überlegt, jetzt werde ich mir den holen. Aber wie gesagt, ich habe den feindlichen Apache nicht gesehen. Jo, und wie ich schon einführlichst gesagt habe, also ich fliege jetzt auch nicht mehr durch die Gegend, sondern lungere nicht in der Base rum, sondern werde jetzt den Rest der Runde als Infanterist weiterspielen. So, hier habe ich versucht, den zu tracen, hat nicht ganz funktioniert. Okay, da wurde ich angeschossen, habe auch schon eine Idee, wo es ist. Kann eigentlich nur so ein kleiner Kempner da oben zwischen den Türmen sein. Jo, da kriege ich den auch gespottet, aber kommt natürlich nicht dran, weil er sich ein bisschen feige da oben verkriecht. Soll er mal machen und ich wollte hier auch nicht rumschimmeln. Also habe ich jetzt vor, ich werde mich mal zu Bravo begeben und da wollen wir dann mal gucken, dass wir die Flagge auch dann für uns bekommen. So, da links habe ich schon gesehen, da sind ein paar. Da sehe ich gerade, wie einer im Jeep losfährt. Der wird, okay, der meint, er müsste an der NG rumcampen. Da wollen wir den mal gerade umbrezen und dann will ich euch die Waffe mal vorstellen. Das HK416 ist ein automatischer Schnellfeuerkarabiner des Waffenherstellers Heckler & Koch. Die Waffe ist ein Nachfolger des eingestellten Projekts XM8. Es ist als Ersatz für die M16 und M4 Gewehre konzipiert worden. Die Idee für diese Waffe entstand bei Heckler & Koch nach der Überarbeitung des britischen Waffensystems SA-80 der Royal Small Arms Factory zu einer Zeit, als beide Unternehmen zum Konzern British Aerospace Royal Ordnance gehörten. Die Entwicklung und die Erprobung fanden in Zusammenarbeit mit den US-amerikanischen Spezialeinheiten Delta Force statt. Der ursprüngliche Name der Waffe war HK-M4, vermutlich eine Anspielung auf das M4 der US-Streitkräfte. Nach einer Klage von Colt wurde das Gewehr in HK-416 umbenannt, eine erweiterte Anspielung auf das M4 sowohl als auch auf die M16. Das HK-416 ist ein Gasdrucklader mit Drehknopfverschluss, dessen Antriebsstange nicht direkt mit dem Verschluss verbunden ist, ähnlich dem des HKG-36. Dies hat den Vorteil, dass die Pulvergase das Gewehr nur sehr wenig verschmutzen. Die Waffe verfügt außerdem über einen Kaltgehämmer
charmanten Lauf. An beiden Seiten sowie oben und unten befinden sich Picatinny-Schienen zur Aufnahme von Visierung und anderem Zubehör. Die Schulterstütze ist auch um etwa 10 cm einschiebbar, sodass die Waffe an die Armlänge des Schützen angepasst werden kann oder in räumlich enger Umgebung wenig hinderlich ist. Für die Waffe sind auf Wunsch beidseitige Bedienelemente, ein Druckpunktabzug sowie weitere Lauflängen lieferbar. Eine Waffe kann unter dem Lauf ein AG-36 Granatwerfer im Kaliber 40x46 mm befestigt werden. Einen zusätzlichen wirtschaftlichen Anreiz, diese Waffe zu beschaffen, bietet Hector und Koch mit dem sogenannten Minimum Upgrade Package. Hierbei werden bestehende Komponenten anderer Sturmgewehre integriert. So wäre es beispielsweise möglich, die Schulterstütze eines M4 mitsamt der Abzugsgruppe zu übernehmen, während der Rest der Waffe durch die Technik des HK416 ersetzt wird. Abschließend sollte noch erwähnt werden, auch wenn das HK416 keine generelle Einführung in die US-Streitkräfte gefunden hat, wird auch eine modifizierte Version bei den US Marines als M27 IAR verwendet. Damit zum Ingame-Customize der 416 Carbine. Zum einen den Präzisionslauf, dass die Kugeln schneller am Ziel sind. Dann haben wir noch die Vipermax mit dabei mit dem Schaden plus 3 und 6 zusätzlichen Kugeln. Und dann den Nemesis Schaft, der zwar den Schaden um 1 drückt, aber die Kontrolle um 4 erhöht und die Präzision um 1, damit man auch ein bisschen auf Midrange mehr machen kann als nur Tapfire. Und weil ich ja mehr so auf Mid- bis Longrange arbeite, das Holocide. Damit genug von Ingame Customize und zurück ins Spiel. So, jetzt habt ihr einen kleinen Überblick gekriegt über die Waffe an sich. Und die Waffe ist jetzt hier nach dem Rebalance gespielt worden. Und ich bin sehr froh darüber, dass EA sich dazu entschlossen hat, ein paar Waffen wieder ein bisschen umzumodeln. Und vor allem auch gerade die 416 Carbine. Weil ich muss sagen, mit dem Setup, das ich jetzt mit dem Nemesis-Stock spiele, muss ich sagen, habe ich doch eigentlich wieder eine Carbine, die sich so spielt wie vor einem Jahr. Mit einem Tactical dran, also das heißt, sie hat nicht die komplette Performance von damals wieder gekriegt, aber mittlerweile ist sie doch eine sehr resolute Waffe wieder geworden. Man kann mit ihr sehr präzise schießen, es sind auch Longshots dabei. Ich habe mit der Waffe etliche Games jetzt gemacht, etliche Kills und so, auch vor dem Balance, und habe es sogar noch geschafft, vor dem Balance mit einem M145 drauf einen Range von 185 Metern damit hinzulegen. Das sollte jetzt ein bisschen einfacher sein. Und auf jeden Fall seht ihr jetzt ein aktuelles Gameplay mit einer neuen rebalanceden Waffe mit einer 416. Okay, so, dann wollen wir ein bisschen in das Spielgeschehen jetzt hier mehr einsteigen. Also hier kann man sehen, es sind kurze Bursts und Taps drin. Mit dem Nemesis Stock kann man auch durchaus jetzt ein bisschen weiterarbeiten. Das heißt, auf 30, 40 Metern musste man nicht wie vorher mit der Waffe tappen, sondern kann jetzt auch schon ein bisschen zusehen, dass man mal ein bisschen auf Full Auto durchzieht. Und damit auch den Gegner mehr trifft. Also die Präzision der Waffe ist sehr hoch. Die Kugeln machen auf Entfernung von 50, 60 Metern, das wird man in dem Video immer wieder mal sehen, auf jeden Fall immer einen Schaden, der um 21 bis 25 liegt. Im Close machen sie um die 30. Hier sieht man es auch. Die Buddies liegen immer zwischen 21 und 23 Schaden. So, nachdem ich den umgenutzt hatte und gerade mal nachgeladen, kam noch ein Blackhawk an, wo ich dann einfach mal drauf geholzt habe, und auch den Piloten habe ich mit einer kurzen Salve da rausgehauen gekriegt. Hat er sich wahrscheinlich auch ein bisschen anders vorgestellt, genau wie der Kamerad, der hier um die Ecke gelaufen kam und wohl nicht damit gerechnet hat, dass er sofort auf einen Feind trifft. So, die Orientierung ist wie beim Anfang, als ich das erste Mal meinen Fuß hier in der Runde auf den Boden gesetzt habe. Ich will nach B, ich will B wieder einnehmen, und das Ziel werde ich jetzt auch durchziehen. So, da oben ist doch einer, der fängt an auf mich zu schießen und knapp über die Mauer drüber und tap tap, da habe ich ihn dann auch umgelegt, sogar zum Schluss mit dem Heady. Er steht ein bisschen unbeteiligt da an der Flagge rum, das kann mich aber nicht kümmern, weil ich muss ja erstmal ein bisschen freiräumen, damit ich dann auch flaggen kann. So, da hinten vom Spawn kommt keiner. Nach rechts geguckt, da kommt auch keiner. Wieder nach links rüber. Oh, da ist der Kollege von eben gerade wieder gespawnt. Ja, den kriege ich auch. Diesmal mit der 93R, weil die im Close Quarter eine etwas bessere Performance hat wie die 416. Ah, und wie man sehen kann, für den bin ich jetzt schon Hacker, weil ich den einfach mal da oben umgesemmelt habe. Aber wie gesagt, die 416 hat halt eine richtig geile Performance. So, immer mal wieder ein bisschen rumhüpfen, gucken, wo kann noch ein Gegner sein, weil sie können immer noch spawnen, weil die Flagge halt immer noch denen gehört. Da kommt schon wieder der nächste hinten vom Spawn angelaufen. Vom Spawn dürfte jetzt nichts mehr kommen, der ist neutralisiert. Der Kollege wird da wohl immer noch hinter der Ecke sein.
Jo, keine Ahnung, wo der hingeschossen hat. Er hat mich glücklicherweise auf jeden Fall nicht getroffen. Dafür habe ich ihn umgedübelt. So, jetzt kann hier nichts mehr spawnen an Gegnern und ich kann die Flagge in Ruhe bis oben durchziehen. Das Einzige, was mich jetzt noch ein bisschen behindert, ist wohl, wenn ein Heli vorbeikommt. Der tut's nicht. Okay. Wenn man jetzt den Chat ein bisschen verfolgt, der Kollege stand wohl ein bisschen unter Druck und hat wohl gemeint, er hätte hier einen Typen vor sich, der nicht ganz regulär spielt, aber das muss ich auf jeden Fall sagen. Also ich habe es in der ganzen Zeit nie nötig gehabt, mir irgendwie ein Third-Party-Tool draufzupacken. Und dieses Video ist auch definitiv damit nicht erspielt, auf keinen Fall. Okay, nachdem ich jetzt B habe, muss ich wieder halt zurück nach D, weil die Homebase sollte uns gehören. Na gut, die ist jetzt gerade umgefleckt worden. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt nach Charlie rüberkommen. Und das dann wegholen, weil das Verhältnis sieht noch nicht so aus, als wenn wir die Runde hier einfach mal ganz klar gewinnen. Dann gucken wir, dass wir jetzt C auch ein bisschen freiräumen. Unglücklicherweise sind nicht gerade viele von meinen Kollegen hier unterwegs. Den versuche ich zu kriegen, das klappt nicht und schon hat ein anderer das Feuer auf mich eröffnet. Da werde ich mal gerade in die Ecke nachladen und war natürlich klar, der Heini, auf den ich zuerst geschossen habe, meinte, er müsste jetzt natürlich wieder an der Vehicle-MG rumkämpfen. Na gut, das ist Künstlerpech, aber da kam dann schon einer von meinen Mates um und hat es gleich getan und hat ihn da rausgeschossen. Gut, bei D gespawnt, dann springen wir mal da übers Zäunchen rüber und dann wollen wir mal zusehen, dass wir jetzt C zurückkriegen, weil das Flankenverhältnis ist jetzt mehr als ungünstig, 3:1 für den Gegner. Okay, da wollen wir erstmal den auf dem Kran mit ein paar Bursts wegholen, hat auch ganz gut funktioniert. Und dann kriegen wir mal weiter. So, immer mal ein bisschen nach links geguckt, dass da keiner vom Spawn her angelaufen kommt. Nein, da kommt aber einer hochgelaufen, den haben wir bekommen. Fein, 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 fein. So, dann habe ich da hinten gesehen, da stand da noch einer oder zwei oder drei. Ja, wo sind die denn jetzt alle hin? Da gucken wir einmal gerade durch die Lücke, da habe ich nichts gesehen, aber da rechts läuft einer zur Flagge. Den haben wir uns geholt. So, dann wollen wir den Reinforcement-Spawn anschmeißen und mal gucken, dass wir ein paar von unseren Kollegen hier mit hinkriegen. Dann geht das mit dem Umflanken auch ein bisschen schneller. Dann gucken wir mal die ganze Zeit hier Richtung Spawn. Ui, da unterm Zug sehe ich doch welche. Und verdammt, wenn die da jetzt nicht so rumrennen würden, ja, kriege ich leider nur angeschossen, aber die tingeln dann nur hin und her. Das ist ja unmöglich, da mal was zu treffen. Dann wollen wir mal gucken, dass wir die so besuchen gehen. Da kommt schon einer vor, den holen wir uns. Den Kollegen habe ich dann nur angeschossen gekriegt. Hier kommt dann mal wieder die 93R zum Einsatz. Und ich muss sagen, an der Waffe ist ja auch geschraubt worden, an der 93R. Sie hat einen 75% erhöhten horizontalen Recoil gekriegt. Das heißt, sie schlägt jetzt mehr nach oben aus. Ich habe da nicht viel von gemerkt, aber es liegt auch daran, mit der 93R fängt man ja auch nicht an, die Leute auf 60, 70 Metern zu beschießen. Und im Close Quarter finde ich, ist es immer noch eine richtig geile Side-Up. So, da kommt schon wieder der nächste Gegner, der sich C nähert. Den mussten wir auch aus dem Leben nehmen. Hier gibt es einen Panzer zu sprengen. Da kleben wir mal gerade C4 dran. Und ja, das ist dann natürlich dieses ach so berühmte Künstlerpech. Da meinte dann einer meiner Mates, er müsste unbedingt mit seiner RPG draufholzen. Damit hat der Panzer zwar nicht geknackt, aber er hat mein C4 ausgelöst. Okay, ich bin draufgegangen, habe aber den Panzerkill dann für mich gekriegt. Auch gut. So, dann kicken wir jetzt wieder Richtung Bravo, weil das ist hier so ein ziemliches Hin und Her die ganze Runde. Dadurch ist die Runde auch ziemlich lang geworden. Also sie ist jetzt nicht so in 10 Minuten gegessen gewesen, so wie ihr das vielleicht aus dem Video Double Dance kennt. Das hier ist schon durchaus ein bisschen länger. Da dachte ich gerade, ich sehe einen Panzer hinterm Zaun, da war es nicht. Aber da vorne sehe ich doch einen Feind durch den Zaun und jo, ich kriege ihn angeschossen, aber auch nur angeschossen. Dann werden wir uns etwas dichter ranarbeiten, um da die Chance zu erhöhen, was zu kriegen. Da kommt einer vorbeigelaufen. Den haben wir auch mal ein bisschen aus dem Häuschen überrascht. Und dann werden wir wieder versuchen, links außen da hinzukommen. Ja, der Chat ist wie immer ein bisschen lustig, na, weil sich hier gleich jetzt mein Kollege von eben gerade nochmal zu Wort meldet. Das ist einfach sehr, sehr witzig, da wie angekündigt. Ja, da werde ich Opfer eines RPG versus Infanterie. Das kommt man ja so auch nicht an. Der freut sich jetzt wahrscheinlich drüber so, ha, habe ich die Waffe mal zweckentfremdet und absolut Munition verschwendet, nur um einen zu killen. Aber jeder muss das halt für sich selber wissen. Nun gut, wenn hier ein Panzer einfach so unmotiviert rumsteht, dann nehme ich den mit, weil mittlerweile habe ich es auch eingesehen, man kann nicht nur durch die Gegend laufen und es ist viel besser, wenn man selber den Panzer hat, ihn zu Schrott fährt, als wenn der Gegner das Ding kriegt und ich dann auf einmal da wieder mit C4 ranpirschen muss. So, dann schaue ich mal, da kriege ich doch schon gleich wieder was aufs Dach.
Das ist jetzt aber noch nicht so schlimm. Mit 640 HP kann man durchaus was machen. Ui, da kommt der feindliche Panzer hoch. Den wollen wir mal sofort einen verpassen. Wieder zurückrollen. Gut, er trifft mich auch. Ihm verpasse ich noch einen. Puh, da habe ich aber Glück gehabt. Der hatte ein bisschen weniger HP als ich. So, damit habe ich dann wieder mal einen Panzerkill zusammengekriegt und will nach B. Und ui, jetzt muss er aber raus, weil der hält nicht mehr ganz lange. Da kommt schon wieder der feindliche Kampfheli. Kurz tracen. Puh, absolute Schwein gehabt. Hat keine Hellfire geschossen, sonst wäre ich jetzt schon wieder Grütz gewesen. So, da oben sehe ich doch schon wieder einen bei Bravo. Ey, das sind mir aber zu viele. Beim Nachladen mal einen Schritt nach hinten. Er meint, er müsste unbedingt hier mit dem Jeep mich verfolgen. Das wird mir ein bisschen zu eng. Also hier 73 eher raus und wupp, weg ist er. So, dann bleibe ich mal hier hinter kurz stehen. Nachladen, bisschen Muni schmeißen, dass ich dann auch wieder frisch gestärkt hier in den Fight gehe. Oben ist kein Sniper oder so. Dann ackern wir uns wieder weiter vor. Der ist gerade rechts hinter Bravo gelaufen. Da schmeißt er dann mal einen Nate hin. Und jetzt kommt wieder so eine Situation. Das ist halt Bug Live. Der Heli ist so ziemlich zerschossen. Aber was ist? Es liegt unsichtbar immer noch was vom Helikopter rum. Ich konnte nicht so schnell rumkommen. Hat gereicht, dass sich zwei zusammen mir entgegenstellen. Und bei dem Verhältnis im Close Quarter 2:1 zieht man halt den Kürzeren. Da ist das auch völlig egal, was für eine Knarre man dabei hat. Weil man halt nicht auf beide gleichzeitig schießen kann. Ja, auch eine sehr schöne Situation. Gerade gespawnt über einem Kreis der feindliche Heli. Man kriegt sofort einen Hellfire auf die Mütze geknallt. Naja. Dann wollen wir jetzt mal gucken, dass wir hier ganz schnell vom Spawn wegkommen, dass wir nicht wieder Opfer des Helis werden. Den kriegen wir aber auch nochmal schön getraced. Okay, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Und irgendwie bin ich hier gerade von hinten angeschoben worden. Es hat auf jeden Fall gehüpft. Dadurch hat der Kollege die Chance gehabt, mich dann auch zu killen. Das war jetzt auf jeden Fall ein bisschen viel tot in kurzer Zeit. Das ist eigentlich auch nicht so der Usus in der ganzen Nummer. Oh oh, hier wird wieder richtig bei uns eingeheizt. Den muss ich da erstmal um die Ecke knallen. Dann werde ich einmal gerade durchs Haus beim Nachladen rennen. Und guck mal, da ist der Kollege, der mich jetzt zweimal erwischt hat. Dafür habe ich ihn einmal zurück erwischt. Jo, mit der 93 eher ihn hier. Das ging schneller wie mal halt die 416 nachladen. Und ja, die Runde werden wir wohl verlieren. Das Ticketverhältnis ist nicht so der Brenner. Dann vielleicht schafft man es noch, gerade B auf neutral, dass wir dann vielleicht gewinnen, weil es sind ja nur irgendwie 20 Tickets Unterschied oder so. So, den Kollegen da hinten, den, jo, den habe ich noch gerade gekriegt. Und da ist doch leider die Runde zu Ende. Der Last Kill für die Runde, aber im Grunde war es schön. Was haben wir jetzt erspielt? Am Ende der Runde. Es ist halt 35-8 bei rumgekommen. Ich denke mal, das kann sich definitiv sehen lassen. Und ich muss sagen, mit der 416 sind 4er, 5er KDs durchaus normal bei mir. So, damit hoffe ich, es hat euch gefallen. Ihr seid bei der Länge des Videos nicht eingepennt. Und ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao, bye, bye.